Dass Fitness wichtig ist, bestätigt ihr uns immer wieder in euren Kommentaren auf Facebook und natürlich auch per E-Mail. Deshalb haben wir uns ja Fitness-Experten an die Seite geholt, die euch lässige Tipps und Tricks zeigen. Susanne Buckelei, Matthias Fritsch und Oliver Kocher zeigen euch heute, wie ihr eure Beine an den Geräten im Fitnessstudio kräftigen könnt. In dieser Folge stellen wir euch weitere Kräftigungsübungen für die Beine vor. Dieses Mal mit Maschinen. Maschinen haben den Vorteil, die Bewegung zu führen. Man kann sich ganz auf die Übung konzentrieren. Beginnen sollte man mit wenig Gewicht und mehr Wiederholungen. Zum Beispiel 2x20 mit 50% der Maximalkraft. Für erfahrene Sportler empfehlen wir als Ergänzung zum Ausdauertraining 3x10 mit 70%. Fortgeschrittene können mit dem High-Intensity-Training effektiv ihre Kraftfähigkeit erhöhen. Mit dem Gewicht, das man bei 3x10 Wiederholungen wählt, führt man einen Satz mit den maximal möglichen Wiederholungen aus. Die Beinpresse trainiert Oberschenkelstrecker, Oberschenkelbeuger und die Gesäßmuskulatur. Da die Bewegung geführt ist, ist sie auch gut für Anfänger geeignet. Ausgangsstellung ist mit hüftbreit auf die Platte gestellten Beinen. Die Höhe der Füße kann variiert werden. Dadurch ändern sich die Muskelanteile bei der Bewegungsausführung. Jetzt wird der Schlitten durch Druck gegen die Platte zurückgeschoben. Die Bewegung erfolgt langsam und gleichmäßig, nicht mit Schwung. Die Knie bleiben in der Achse, kippen weder nach außen noch nach innen. Die Beine werden nicht komplett durchgestreckt. Danach geht es zurück in die Ausgangsstellung. Wichtig ist, dass keine der Bewegungen ruckartig ausgeführt wird. Der Beinstrecker trainiert den Oberschenkelstrecker an der Vorderseite der Oberschenkel. Diese Übung kann zur Stabilisierung des Kniegelenks dienen. Sie kann ein- oder beidbeinig ausgeführt werden. In der Ausgangsstellung muss das Knie auf Höhe des Drehpunkts der Maschine sein. Die Füße sind angezogen. Jetzt wird bis zur kompletten Streckung des Knies gegen das Polster gedrückt. Zurück geht es nicht komplett in die Ausgangsposition, danach erfolgt die erneute Bewegung. Der Beinbeuger trainiert die Oberschenkelrückseite. Diese Übung ist wichtig, um Dysbalancen gegen den bei Radfahrern kräftigen Oberschenkelstrecker auszugleichen. In der Ausgangsstellung sind die Beine hüftbreit. Das Knie ist am Drehpunkt des Gelenks der Maschine. Jetzt wird das Bein gegen das Polster abgewinkelt. Auch wird das Bein von der nächsten Wiederholung nicht komplett in die Ausgangsposition zurückgeführt. Die folgende Übung trainiert die Muskulatur der Oberschenkelaußenseite, die Abduktoren. Ausgangsstellung ist der gerade Sitz. Die Beine liegen an den Polstern und sind im Knie gebeugt. Die Zehenspitzen sind angezogen. Jetzt werden die Beine ohne ruckartige Bewegung nach außen geführt. Wichtig ist dabei, nicht ins Hohlkreuz zu fallen. Eine langsame, geführte Bewegung bringt sie dann zurück in die Ausgangsposition. In dieser bleibt die Spannung vor der nächsten Wiederholung erhalten. Die letzte Übung für heute trainiert die Muskulatur der Oberschenkelinnenseite, die Adduktoren. Ausgangsstellung ist der gerade Sitz, die Beine auf den Polstern, die Knie sind leicht gebeugt. Die Zehenspitzen sind angezogen. Jetzt werden die Beine ohne ruckartige Bewegung geschlossen. Auch hier ist es wichtig, den Rücken an der Lehne zu lassen, also nicht ins Hohlkreuz zu fallen. Zurück in die Ausgangsposition geht es mit einer langsamen, geführten Bewegung. Vor der nächsten Wiederholung bleibt die Spannung der Beine erhalten.